Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gibt es ein neues Thema. Und zwar dreht sich diesmal um die Earnings. Wir sind ja gerade wieder in der Earnings Season und heute sprechen wir mal darüber, wie ihr den sogenannten Earnings Drift nutzen könnt. Was ist das überhaupt und wie kann man das mit Hilfe von Optionen umsetzen? Ja, wieder soweit. Wir sind mitten in der Earnings-Saison, das heißt, jetzt in der kommenden Woche geht das dann so richtig los. Die ersten Unternehmen haben schon berichtet und bislang muss man sagen, das, was man bislang so mitbekommen hat, waren das alles sehr, sehr gute Ergebnisse. Die Großbanken zum Beispiel haben durchaus überzeugt, die haben echt gute Werte gebracht. Heute kam dann Alcoa, hat auch ganz hervorragende Zahlen gebracht. Wir sehen vorbörslich etliche Firmen, die toll gelaufen sind, die gute Ergebnisse bringen und die vor allen Dingen auch einen sehr guten Ausblick bringen. Wahrscheinlich diese Woche, also wenn ihr jetzt das Video seht, im Rückblick besonders hervorragende Zahlen hat zum Beispiel auch Netflix gebracht. Wieder die Abonnentenzahlen wahnsinnig gesteigert, besonders eben im Markt der USA, der als gesättigt gilt. Und jetzt gibt es etwas, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, und zwar nennt sich das Earnings Drift. Und was ist dieser Earnings Drift? Ihr müsst, oder wenn ihr das beobachten wollt, dann müsst ihr euch Aktien heraussuchen, die in der Nähe ihres Allzeithochs sind. Zumindest, genau, wir machen es erstmal so bei den bullischen Aktien. Also ihr müsst euch Aktien suchen, die in der Nähe ihres Allzeithochs sind, beziehungsweise die zumindest auf einem 52-Wochen-Hoch sind. So. Und jetzt kommen plötzlich diese Zahlen heraus, also nicht plötzlich, sondern nicht überraschend, sondern man weiß das ja. Und wenn die jetzt besonders gut sind, also und die Aktie dadurch dann einen Schub bekommt, dann setzt oftmals eine Bewegung ein, die mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, manchmal ein ganzes Quartal anhalten kann. Und das nennt man den sogenannten Earnings Drift. Und woran liegt das? Der Grund dafür ist einfach der, dass gerade institutionelle Anleger natürlich Aktien nicht nur rein charttechnisch bewerten, sondern vielmehr fundamental bewerten. Und wenn jetzt eine Firma kommt und jetzt, wie hier angesprochen, positiv überrascht, dann ist es natürlich so, dass sehr viele institutionelle Anleger ihre Fundamentalanalysen überarbeiten und dann plötzlich höhere Preise für die Aktie sehen und eben nicht, wie wir jetzt sofort da reinspringen, sondern sagen, okay, wir geben jetzt Empfehlungen an unsere Kunden raus, wir stellen vielleicht unseren eigenen Handel um und dadurch die Aktien dann über einen längeren Zeitraum steigen. Das heißt, es gibt ja viele, die sagen, jede Information über eine Aktie ist schon im Markt enthalten. Blödsinn, das stimmt überhaupt nicht. Vieles ist im Markt erhalten, aber gerade wenn so Umdenkprozesse einsetzen, dann sagt, oh, wir haben ja doch vielleicht das Wachstum unterschätzt oder wir haben ja doch die Zahlen unterschätzt, dann passiert ganz häufig etwas, dass die Aktien eben über sich mehrere Tage oder eben sogar manchmal Wochen nach oben bewegen. Und bevor ich euch jetzt ein ganz konkretes Beispiel zeige, das gilt natürlich auch in einem umgekehrten Maß. In einem Bullenmarkt ist es immer ein bisschen schwieriger, aber auch hier findet man ja Aktien, die durchaus enttäuschen. Und gerade wir sind ja jetzt eher so am zyklischen Ende eines Bullenmarktes oder vielleicht an einem Zwischenhoch, wo man sagt, okay, da gibt es schon Unterschiede, die einen Aktien laufen gut, die anderen Aktien laufen nicht mehr so gut. Und da sehen wir zum Beispiel eben auch Aktien, die jetzt durchaus wieder alles andere als überzeugen, sondern eher negativ auffallen. Und auch das kann dann dazu führen, wenn dann zum Beispiel die Zahlen nochmal deutlich schlechter ausfallen als erwartet oder dass man was Positives im Vorfeld erwartet hat und jetzt kommt es eben doch nicht so positiv, dass diese Aktien dann einen längeren Abwärtsdrift machen. So, jetzt kann man so einen Abwärtsdrift relativ schlecht mit Optionen umsetzen. Klar, man könnte Optionen kaufen, also Put-Optionen kaufen, und eben dann darauf spekulieren, dass der Preis sich noch über eine längere Zeit nach unten bewegt. Da wissen wir aber eben, die Zeit arbeitet gegen uns. Und gerade wenn Aktien nach unten gappen, kommen dann auch oftmals die Schnäppchenjäger rein. Wir haben das diese Woche gesehen und ich muss jetzt selbst mal hier schauen, wie sich das gerade entwickelt, beispielsweise bei der IBM. Die IBM ist ja diese Woche, hat sehr schlechte Zahlen gebracht, ich glaube an dem Tag 7% gefallen. Auch heute geht es wieder nach unten, aber eben nicht ganz so stark. Das heißt, da hat man oftmals dann die Situation, die Aktie fällt nach unten, dann kommen aber erstmal die Schnäppchenjäger, gehen ein bisschen nach oben und dann kann man vielleicht nochmal draufhauen. So, bei einer positiven Überraschung, und da will ich euch jetzt auch mal ein Beispiel zeigen, da kann man dann doch versuchen, dann diesen Earnings Drift nach oben mitzugehen über den Verkauf von Put-Optionen. Und ein guter Kandidat diese Woche ist neben der schon angesprochenen Netflix zum Beispiel auch eine Alcoa.
Und weil ihr zuletzt gesagt habt, ich soll euch doch mal lieber Screenshots machen und hier nicht mit meiner Kamera hier reinblenden, mache ich euch das natürlich. Und deswegen werdet ihr gleich hier auch einen Chart eingeblendet sehen, und zwar von der Alcoa-Aktie. Und ich selber schaue jetzt allerdings hier schon mal mir die Aktie hier an, dass ich euch auch die genauen Zahlen sagen kann. So, und da sehen wir, dass die Aktie in den letzten Tagen ihr Hoch aus dem Januar überboten hat. Das heißt, das spricht erstmal ganz stark für die Aktie. Sie ist nämlich schon mal stärker als der Gesamtmarkt. Der Gesamtmarkt ist ja noch unter seinen Hoch. Die Alcoa im Dow Jones gelistet, ein Aluminiumkonzern, hat jetzt auch wahnsinnig profitiert von dieser Abstufung oder von diesen Sanktionen gegen die Russen, gegen Russal. Und die Aktie hat super davon profitiert, geht jetzt nach oben. So, und jetzt kommen heute die Earnings heraus, beziehungsweise sind, während ich dieses Video aufnehme, schon herausgekommen. Und die Aktie war gestern noch bei 59,40, also ich nehme das Video jetzt heute hier an einem Donnerstag auf, und heute eben Earnings rausgekommen vor der Börseneröffnung, und jetzt die Aktie 4,3% nach oben auf 61,97, also sagen wir 62. So. Und jetzt haben wir zwei spannende Situationen vorliegen. Erstens starke Zahlen und zweitens ein neues Allzeithoch. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt viele Leute wahrscheinlich nochmal in die Aktie reingehen werden, dass viele auch gerade die ganzen Momentum-Player auf die Aktie aufmerksam werden und die Aktie vielleicht nicht zwingend weiter nach oben schieben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie jetzt stabil oben bleibt oder steigt, ist eben deutlich höher, als dass die Aktie nach unten fällt. So, und wie könnt ihr das jetzt nutzen? Und ihr könnt es natürlich nutzen, indem ihr beispielsweise hier ganz normale Short-Puts schreibt, oder Bull-Put-Spreads, oder aber, was wir jetzt in dem Fall gemacht haben, wir haben Cash-Secured-Puts geschrieben. Ne? Das heißt, wir haben uns jetzt geschaut, okay, wo ist das Ausbruchsniveau? Das Ausbruchsniveau bei der Aktie ist bei ungefähr 57, und wir haben heute in unseren Portfolios Puts geschrieben bei 55. Das heißt, ein bisschen unter diesem Ausbruchsniveau, relativ kurze Restlaufzeit, nur 29 Tage. Wir haben $55 pro Put bekommen, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mal auf die Summe, die du zurücklegst, ne? Also du müsstest die ja für $5,500 kaufen, entspricht es ungefähr 1% auf 29 Tage. Das ist gar nicht so schlecht, wenn du es nur auf die Margin beziehst. Margin pro Kontrakt sind hier ungefähr $450, dann ist natürlich fast 10% auf die Margin. Das ist bloß immer so ein bisschen eine komische Rechnung. Ne? Okay, aber Fakt ist das, wenn die Aktie jetzt zurückkommt aufs Ausbruchsniveau, da werden viele nochmal zugreifen, und deswegen hat die einfach eine wahnsinnig gute Chance, nach oben zu gehen, oben zu bleiben, stabil zu bleiben. Und wenn sie dann doch am Verfallstag bei 55 sein sollte, dann lassen wir sie uns einbuchen. Ne? Ist das eine 100% sichere Methode? Nein, natürlich, wie alles, gibt es nicht. Das könnte auch ein Fake-Ausbruch nach oben sein und dann geht es schnell nach unten, dann muss man halt reagieren. Ne? Aber dieses Risiko haben wir ja immer, das hat jeder, der Aktien kauft, jeder, der Optionen handelt, jeder, der Futures handelt. Wir haben ja keine 100%ige Gewissheit, weil wenn wir 100%ige Gewissheit hätten, dann hätte ich halt alles Geld, was ich habe, in diesen einen Trade reingesteckt und hätte am Ende des Monats 10% mehr. Haben wir aber nicht, diese Wahrscheinlichkeit, zocken wollen wir nicht, und aus dem Grunde natürlich trotzdem hier ein bisschen aufs Risiko schauen. So, also Earnings Drift heißt, wenn Zahlen rauskommen und die überraschen, egal ob positiv oder negativ, dann dauert es meist einige Zeit, bis der Markt diese neue Information verarbeitet hat. In der Zeit bewegt sich die Aktie oftmals in der vorgegebenen Richtung weiter, das heißt entweder nach oben oder auch manchmal nach unten, und ihr könnt das eben auch nutzen über den Handel von Optionen, natürlich auch direktional, indem ihr die Aktie handelt. Ihr habt natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie hier bei der Alcoa die Puts verkauft, immer noch den Vorteil, sie muss nicht zwingend steigen, sondern uns würde es vollkommen genügen, wenn sie eben hier jetzt, sie ist gerade in der kurzen Zeit, wo wir sprechen, hier nochmal ein bisschen angestiegen, wenn sie eben jetzt bei 62 bleiben würde. Wir haben einen Put verkauft, der ist mehr als 14% unterhalb des aktuellen Preises. Das heißt, unsere, wenn ihr so wollt, Wette ist, die Aktie wird in den nächsten 29 Tagen nicht 14% fallen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit hier ist relativ hoch. Also,
Earnings Season geht nächste Woche richtig los. Da kommen ganz, ganz, ganz viele Zahlen. Guckt einfach mal auf Firmen, die reported haben, entweder vor der Börseneröffnung oder nach der Börseneröffnung. Schaut euch das an. Und da gibt es so viele Aktien, die zu eurer Kontogröße, zur jeweiligen Kontogröße passen, die Optionen haben. Und da werdet ihr sicherlich auch den einen oder anderen Trade finden, den ihr dann entsprechend umsetzen könnt. Diesen Trade hier haben wir auch in unserem Börsendienst gemacht. Wenn euch dafür interessiert, Link steht hier unten drin. Ansonsten danke fürs Zuschauen, eure Fragen, Kommentare. Wie immer hier unten reinschreiben und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut.